Phoenix-Tagesgespräch heute mit Nils Schmid. Er ist außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Ich grüße Sie sehr herzlich in Reutlingen. Guten Morgen aus Reutlingen. Herr Schmid, Frau Merkel ist in der Türkei unterwegs. Was erwarten Sie sich von diesem Besuch? Nun, das ist ein Arbeitsbesuch, wo es um die drängenden Themen der internationalen Politik geht, Libyen, Syrien, um die Zukunft des Flüchtlingsabkommens mit der EU. Aber natürlich wird Frau Merkel auch die Rechtsstaatlichkeit nach wie vor in der Türkei festgehalten werden. Und das dürfen wir nicht vergessen. Den letzten Teil habe ich jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Ich glaube, da hatten wir ein kleines Tonproblem. Bitte um Nachsicht. Libyen-Flüchtlinge habe ich verstanden. Gehen wir der Reihe nach durch. In der Libyen-Frage, da fiel mir auf, es war großes Medienaufsehen. Die Libyen-Krise ist damit aber natürlich noch längst nicht gelöst, sondern sie steht erst am Anfang. Möglicher Einsatz Bundeswehrsoldaten. Seitdem ist es aber seltsam ruhig. Trügt mein Eindruck oder sehen Sie das auch so? Natürlich war der Auftakt in Berlin gelungen, aber jetzt kommt es entscheidend darauf an, dass der Waffenstillstand vor Ort in Libyen umgesetzt wird. Und das sind erstmal die libyschen Kriegsparteien am Zug. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass weder die Türkei noch Russland noch andere Dritte von außen Waffen oder gar Truppen nach Libyen liefern. Das sollten wir über eine Beobachtermission oder über andere Maßnahmen entsprechend absichern. Und die Gespräche dazu laufen. Deshalb ist zum Beispiel es sinnvoll, die EU-Mission Sophia im Mittelmeer wieder aufzunehmen. Die dient ja gerade dazu, Waffenschmuggel nach Libyen zu unterbinden. Und die Flüchtlingsfrage ganz drängend aus Sicht der Türkei. Ist die EU, so wie die Türkei behauptet, wirklich hinterher mit den Geldzahlungen oder ist das politisches Geschacher? Das ist das übliche Wortgeklingel. Die türkische Regierung greift aus innenpolitischer Schwäche immer wieder ausländische Partner oder Nationen an. Jetzt ist die EU an der Reihe wegen des Flüchtlingsdeals. Tatsache ist, die EU zahlt die vereinbarten Finanzmittel eben nicht an die türkische Regierung direkt, sondern zum Beispiel über die Geldkarten, über die gerade berichtet worden ist. Und jetzt steht eben nur noch die Frage an, wie geht es weiter, wenn die sogenannte zweite Tranche beendet ist? Wollen wir eine dritte Tranche vereinbaren mit der Türkei, weiter die Türkei unterstützen bei der Aufnahme von Flüchtlingen? Ich bin dafür, denn die Türkei leistet Beachtliches in der Aufnahme von syrischen Flüchtlingen. Das sollten wir weiter unterstützen. Das finde ich interessant, was Sie sagen. Einerseits basht die Türkei die EU, andererseits versucht sie wieder stärker eine Annäherung hinzukriegen, weil auch die Wirtschaft schwächelt. Für die Türkei ist ja der Export der Güter nach Deutschland ein ganz wichtiger Markt. Also man muss ja auf der anderen Seite sich auch gut mit Europa anstellen. Was erwarten Sie im Bereich Wirtschaftspolitik? Nun, Frau Merkel wird auch mit Unterstützung der Wirtschaftsvertreter sehr deutlich machen, dass die großen Rückschritte bei Rechtsstaatlichkeit auch das Investitionsklima in der Türkei verschlechtert haben. Das heißt, die türkische Regierung muss wieder zu rechtsstaatlichen Grundsätzen zurückkommen, sonst wird kein deutscher Mittelständler in der Türkei investieren. Deshalb ist Wirtschaftsaufschwung und Rechtsstaatlichkeit unmittelbar verknüpft. Und wir werden über die Zollunion sicher einiges bewegen können, aber setzt eben voraus, dass die Türkei sich auch an die Regeln hält. Das heißt, da könnte ein kleiner Durchbruch gelingen in den nächsten Tagen und Wochen, vielleicht auch heute beim Besuch schon verkündet werden, dass man sich wieder gegenseitig annähert, weil man auf der einen Seite sagt, man will die Menschenrechte stärker respektieren, oder ist das Illusion? Nun, es kommt jetzt weniger auf die Worte der türkischen Regierung an. Entscheidend sind die Taten. Seit Jahren wird verkündet, sie wollen Justizreform durchführen. In der Substanz ändert sich aber nichts. Und deshalb muss die türkische Regierung in diesen Punkten liefern. Bei der Zollunion und bei den Wirtschaftsbeziehungen allgemein wäre es sinnvoll, dass wir die jetzige Zollunion modernisieren. Aber das setzt eben auch voraus, dass die Türkei sich an die Regeln dieser Zollunion hält. Es gibt eine lange Liste von Klagen deutscher Unternehmen über die Nichteinhaltung von Regeln bei dieser Zollunion. Das muss erstmal aufgearbeitet werden, bevor wir zu einem großen Wurf in der Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen kommen können. Noch eine Frage habe ich auch zur Bundeskanzlerin und zu ihrer Rolle in der deutschen Außenpolitik. Sie ist ja heute in der Türkei, sie war gestern in der Schweiz, in Davos, hat eine Rede gehalten zum Thema, ja, man muss fast sagen, Klimaschutz und Wirtschaft. Wie kam das bei Ihnen an?
Ja, es ist gut, dass wir eine Bundeskanzlerin haben, die ihr Gewicht in der internationalen Politik auch in die Waagschale wirft. Deutschland kann mit Diplomatie einiges bewirken. Das haben wir zuletzt bei der Libyen-Konferenz gesehen. Und das gilt auch im Verhältnis zum schwierigen Partner Türkei. Sie bleibt im Gespräch mit Erdogan und das ist auch gut so. Meint Nils Schmid, er ist außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Ich sage vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen guten Tag in Reutlingen. Dankeschön, Ihnen auch. Danke sehr.